Was denken Sie denn über die Paralympischen Spiele? Im Prinzip gut. Aber da in Rio haben sie ja nun Geldprobleme, ne? Ja, vorher war nicht so und jetzt ist mehr inklusiv, ohne Diskriminierung. Und ich finde das total gut und mehr lustig. Ja, gut, es sind für mich halt eigentlich nur die Olympischen Spiele für die Leute, die körperlich beeinträchtigt sind. Was wisst ihr denn über die Paralympischen Spiele? Nicht viel. Nee, eigentlich fast gar nichts. Weißt du auch, welche Sportarten bei den Paralympischen Spielen ausgetragen werden? Also Leichtathletik-Sportarten wie jetzt 100 Meter Sprint, 400 Meter Hürden. Laufen, Schwimmen auch. Ja. Und der Basketball auch. Eigentlich fast alles noch, oder? Laufen weiß ich. Rollstuhlfahren. Ja, oder? Shotput. Ich habe auch Shotput gesehen. Wie heißt sie dort? Ja, genau. Ich meine, gestern war, glaube ich, Volleyball. Ja, Volleyball habe ich auch gesehen. Okay. Ja, gut, gestern waren wahrscheinlich die Olympischen Spiele. Die Paralympischen Spiele, die finden dann immer knapp 3 Wochen später als die Olympischen Spiele statt. Ja, Basketball, der Rollstuhl. Wenn ich sehe, die Leute in der Rollstuhl Basketball spielen kann, das heißt noch mehr Möglichkeit bei Basketballspielen und ich finde das total toll. Glaubt ihr, dass Menschen, die blind sind, auch Fußball spielen können? Wenn man es übt, bestimmt. Ja, das geht. Kannst du dir vorstellen, dass auch Menschen im Rollstuhl Tennis spielen können? Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Menschen im Rollstuhl Basketball spielen, aber Rollstuhl-Tennis habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil möglich ist alles. Dann nimm auch noch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen und blinde Personen daran teil. Die haben ja einen Ball, da ist ja irgendwie so ein Klingel drin oder so, oder? Ja, das alles hier sicher, ja. Ja, sonst weiß ich es so auch nicht. Ja. Das ist super, vielen Dank. Super, vielen Dank. Ja, du weißt ja doch ganz schön eine Menge. Vielen Dank. Wunderbar, danke.